liebe Freunde, das hört nicht mehr auf. Die sind immer noch beim Parlament mit dem Friedensmarsch gegen diese verdammten NATO-Kriegstreiber. Da hinten sind sie immer noch. Absoluter Wahnsinn. Wir stehen jetzt hier am Parlament vorbei. Ich starte bei der Kettenbrücke. Stehen wir jetzt bei der Margareteninsel. Ja? Schaut euch das mal an. Pumpenvoll. Wir sind mitten im Great Awakening-Prozess. Und Ungarn ist das Herz dieses Widerstandes, dieser Reconquista. Schaut euch das an. Da, hier haben die Menschen keinen Bock auf Gender-Gaga-Ideologie. Die Umvolkungsagenda von Soros, seinen krüppeligen Hofberichterstattern. Und auch keine Lust auf Krieg. Einfach nur Frieden. Eine pluralistische Welt, eine multipolare Welt. Drohnen sind natürlich auch in der Luft. Nach dem Mordanschlag auf Robert Fico, dem Premierminister der Slowakei, dem Mord am iranischen Präsidenten. Aber die Völker stehen auf.